Schiedsrichter sein ist nicht ganz einfach, das habe ich diese Woche wieder festgestellt. Ich tue im Training mit meinen Junioren, während dem Training ein Match machen, bin ich entweder einfach Coach oder ich spiele mit. Auf jeden Fall bin ich immer auch Schiedsrichter. Und am Mittwoch war es so, dass der Jonas, der bei den Blauen gespielt hat, der ist aus dem Gleichgewicht gebracht worden. Klarer Fall für mich oder als Schiedsrichter, Freistoß für die Blauen. Dann hat der Uli, der bei den Weissen spielt, angefangen die Hände zu verrühren. Und dann habe ich alle Kinder zusammengerufen und gesagt, hey, ihr wisst, ihr dürft mit dem Schiedsrichter nicht diskutieren. Dann hat der Uli weiter die Hände verrührt und gesagt, ja, aber es war ja der Klendi, der Jonas zu Fall gebracht hat. Klarer Fall, der Klendi ist bei den Blauen. Dann ist es gar kein Freistoß. Er hat seinen eigenen Mitspieler zu Fall gebracht. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir einen Schiedsrichterball. Und dann ist irgendein anderer Blauer gekommen und gefragt, können wir nicht gleich den Freistoß machen? Als Juniorentrainer fällt es mir nicht immer leicht, ruhig zu bleiben, wenn die Kinder nicht zuhören oder wenn sie nicht das machen, was wir miteinander besprochen haben. Ich habe kein Problem, wenn wir wie gestern 16-2 verlieren und feststellen, die anderen waren verstärkt und meine Buben haben sich eingesetzt. Ich habe ein inneres Problem, wenn wir dann 10-9 verlieren und ich muss sagen, dass sich die Hälfte eben nicht eingesetzt hat. Ich möchte, dass sich meine Junioren im Training und im Spiel immer voll einsetzen und sich Mühe geben. Und ich kann dann schon mal lauter und direkter werden und habe auch schon innehalten und Gott um Hilfe bitten, dass ich die richtige Worte und den richtigen Ton treffe. Und Dedit hat mich auch schon mal müssen während dem Spiel ein bisschen beruhigen. Jürgen Klopp, der Trainer von Borussia Dortmund, hat sich ja vor etwa 2 Wochen bei der Champions League auch benachteiligt gefühlt. Einer von seinen Spielern hat sich in einem Kopfballduell verletzt, hat müssen am Kopf verarztet werden und hat nicht genug schnell wieder aufs Spielfeld zurück können. Der Gegner hat es ausgenutzt, dass seine mehr sind, hat das Goal gemacht. Und Jürgen Klopp ist nach dem Goal dann gerade zum vierten Offiziellen hergegangen. Er hat sich heftig beschwert bei ihm und ist auf die Tribüne verwiesen worden, zu Recht. Und einen Tag später sagt er zu dem, ich habe falsch reagiert, diese Geschichte geht auf meine Kappe. Ich schoss über das Ziel hinaus und machte den Affen. Vielleicht hat uns auch schon mal jemand verärgert oder enttäuscht, uns einen Vorwurf gemacht, der nicht gerechtfertigt ist, oder uns mit Wort verletzt und wir haben gedacht, dem gebe ich es zurück. Und in Gedanken oder in geschriebenen Worten haben wir uns in Pfeil präpariert und hätten wir die Pfeil abgeschossen, hätten wir es später vielleicht bereut. Aber Gott sagt im Römer 12, Vers 19, dass wir die Rache ihm überlassen sollen. Und ich möchte jetzt eine Geschichte anschauen, wo es auch um Vergeltung nach einem Unrecht geht. In dieser Geschichte kommen 3 Hauptpersonen vor. Der David, der Nabal und der Abigail. Ich lese im 1. Samuel, Kapitel 25, ab dem 1. Vers. In dieser Zeit starb Samuel. Ganz Israel kam nach Rama, wo er gewohnt hatte, und hielt für ihn die Totenklage. Danach beerdigten sie ihn in seinem Familiengrab. David zog in die Wüste Paran hinab. In Maon lebte ein Mann namens Nabal, ein Nachkomme Kalebs. Er war sehr reich. Ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Seine Viehweiden lagen beim Nachbardorf Karmel. Er hatte eine Frau namens Abigail, die sehr schön und klug war. Nabal aber war grob und niederträchtig. Eines Tages kam Nabal nach Karmel, um seine Schafe zu scheren. Als David in der Wüste davon erfuhr, schickte er 10 junge Männer nach Karmel hinauf. Sie sollten Nabal freundlich von ihm grüßen und ihm ausrichten: Ich wünsche dir und deiner Familie Glück und ein langes Leben.
mögen deine Herden immer größer werden. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. In Karmel waren deine Hirten und die Herden immer mit uns zusammen. Nie haben wir ihnen etwas zuleide getan. Kein einziges Tier haben wir gestohlen. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Heute ist für dich ein Festtag. Darum bitte ich dich, empfange meine Leute freundlich. Sie und auch ich sind deine ergebenen Diener. Bitte gib ihnen an Lebensmitteln mit, was du entbehren kannst. Davids Leute kamen nach Karmel, richteten Nabal alles aus und warteten gespannt auf seine Antwort. David hat den Goliath getötet und ist schon zum König von Israel gesalbt worden, ist aber noch nicht als König eingesetzt. Und Samuel, der Fürsprecher von David vor dem Saul, ist gestorben. Und der Saul, der aktuelle König von Israel, ist eifersüchtig auf den David und fest entschlossen, seinen Schwiegersohn, den David, zu töten und jagt ihn mit 3000 Mannen an und er gönnt sich keine Pause. Der David flüchtet und lebt viele Jahre in den unzugänglichen Bergen von Juda. In der Adulam-Höhle schliessen sich ihm seine Brüder und seine ganze Verwandtschaft an. Auch Menschen, die in einer ausweglosen Situation sind, die verbittert sind und Schulden haben, schliessen sich ihm an. Und in der Zwischenzeit ist der David Anführer von 600 Kämpfern. Die Männer sind nützliche Beschützer. Die Wüste Paran befindet sich ganz im Süden von Israel, unterhalb vom Toten Meer. Es ist ein Niemandsland und die Herden, die dort weiden, werden der Gefahr von Diebstahl ausgesetzt, wenn nicht David und seine Leute oder andere Leute die Tiere würden beschützen. Die Übereinkunft war gratis, aber die Besitzer der Herden haben den Leuten, die ihre Tiere beschützt haben, freiwillig eine Entschädigung gegeben. Jemandem nichts zu geben, ist wie heute jemandem das Trinkgeld verweigern, wenn der Service gut war. Der David und seine Männer haben die Bewohner und ihre Tiere wie eine schützende Mauer umgegeben und haben darum die berechtigte Erwartung, dass der Nabal ihnen etwas gibt. Es ist die Zeit der Schafschur. Das ist die Gelegenheit, den Herdenbesitzer gute Schutz in Erinnerung zu rufen. Die Besitzer kommen zusammen, um zu kaufen und zu verkaufen. Berge von Schafwolle werden auf die Lasttiere geladen. Und unter den Besitzer befindet sich ein Mann in luxuriösen Kleidern, ein Lächeln im Gesicht und eine von den zahlreichen Münzen streichelt, die er an diesem Tag verdient hat. Sein Name ist Nabal, das bedeutet Tor. Und die Bibel bezeichnet den Tor als einen, der sich Gott und den Menschen gegenüber nicht richtig verhalten. Es ist nicht sicher, ob es der Name ist, den ihm seine Mutter bei seiner Geburt gegeben hat, oder ob es sein Übername ist. Aber wie auch immer, sein Name passt ihm wie ein Händchen. Der Nabal ist stur und voller Vorurteile und trotzdem sehr beliebt, weil er reich ist. Seine Frau, Abigail, ist hübsch und intelligent und ihr Mann ist hart und unehrlich. Der David geht sehr taktvoll vor. Er kommt nicht mit all seinen 600 Leuten zum Nabal. Er weist den Nabal sehr diskret darauf hin, dass der ohne den Schutz von David und seinen Leuten auf dem Markt weniger würde verdienen. Und er grüßt ihn freundlich und honoriert dadurch am Nabal seinen Rang und seinen Reichtum. Er, der zukünftige König von Israel, ist demütig. Er verlangt nicht eine bestimmte Summe. Er sagt sinngemäß: Gib mir so viel, wie es für dich richtig ist. Die Rechnung ist sehr freundlich ausgestellt. Wie wäre es, wenn das Elektrizitätswerk, das uns mit Strom beliefert, mir würde schreiben: Sehr geehrter Herr Rüegg, wir dürfen Sie mit Strom beliefern. Dabei sind uns auch Kosten entstanden. Könnten Sie uns helfen, die zu decken? Wenn ja, überweisen Sie uns doch einfach einen Betrag Ihrer Wahl. Gott segne Sie.
Stattdessen gewährt man uns in der Regel ja eine Zahlungsfrist von 30 Tagen. Aber nicht so der David. Er sagte in etwa, schick mir so viel, dass es für dich stimmt und wir werden es mit Dankbarkeit empfangen. Friede sei mit dir. Aber da gerät es beim Nabal an Falschen. Und statt gastfreundlich zu sein und ihnen wenigstens Wasser anzubieten, brüllt er sie an. Im Vers 10 lesen wir dann, doch Nabal schimpfte. Was ist das für einer, dieser David, der Sohn Isais? Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Ich glaube, der Nabal weiss sehr genau, wer der David ist, aber er will damit zeigen, was er von ihm haltet und damit aussagen, dass der David keinen Titel hat. Er, der Nabal, ist ein Nachfahre von Kaleb. Der Kaleb hat zu der Gruppe Kundschafter gehört, die der Mose seiner Zeit nach Kanaan geschickt hat, um das verheißene Land Kanaan zu begutachten. Und neben dem Josua war der Kaleb der Einzige, der positiv von Kanaan geredet hat und die Israeliten ermutigt hat, das verheißene Land Kanaan einzunehmen. Zu fragen, wer ist der David, ist eine Beleidigung gegenüber dem David und dem seinen Vorfahren. Und in den Augen des Nabal sind der David und dem seine Leute nichts besser als Sklaven, die zudem vom König davongelaufen sind. Und damit spielt er wohl darauf an, dass der David vor dem Saul geflüchtet ist. Er verdreht die Situation und trifft den David an seiner wunden Stelle. Und er schließt dann seine Antwort, und da sollte ich essen und trinken und sogar das Fleisch meiner Schafe, die ich für die Schere geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen Landstreichen geben? Ich weiß ja nicht einmal, woher sie kommen. Der Nabal ist roh und abweisend und denkt nicht im geringsten daran, irgendetwas zu geben. Und David seine Leute sagen nichts. Sie hätten sich wehren, sie hätten zuschlagen. Aber sie haben den Weg umsonst gemacht und kehren mit leeren Händen zum David zurück und erzählen ihm, was passiert ist. Und der Nabal kehrt zu seiner Arbeit zurück und freut sich am Erfolg, den er zum Teil am David und seinen Leuten zu verdanken hat. Und sicher denkt er sich, dass es wird ablaufen wie immer. Während dem Fest im Karmel wächst das Unverständnis und die Entrüstung in der Wüste und der David kocht vor Wut. Zu dieser Zeit ist er noch hart und impulsiv und es braucht noch einige Zeit in der Wüste, bis sein Temperament geformt ist. Im vorhergehenden Kapitel, im 1. Samuel, sehen wir, wie der David eine übernatürliche Selbstbeherrschung hat. Er und seine Leute haben sich im hintersten Winkel von einer Höhle versteckt. Der kommt der Saul ausgerechnet in diese Höhle und verrichtet seine Notdurft. Und David seine Leute flüstert ihm zu. Das ist Gelegenheit, David. Der Herr hat dir doch versprochen, dir eines Tages den Feind auszuliefern, damit du dich immer rächen kannst. Jetzt ist es soweit. Aber David weigert sich, den Saul zu töten und schneidet nur einen Zipfel von seinem Mantel ab. Aber nur schon bei dieser Tat schlägt David sein Herz wild. Aber da im Kapitel 25 schlägt sein Kämpferherz in seiner Brust und seine Gedanken kreisen um den undankbaren Nabal. Es ist nicht am David sein bester Moment. Und wir könnten fragen, hey David, was ist los? Du vergisst einen, der dich umbringen will und einen, der dich ein bisschen verärgert hat und dir mal den Lohn nicht zahlt. An dem würdest du dich rächen. Und warum vergibt der David nicht einfach? Was können wir daraus lernen? Weigern wir uns, impulsiv zu handeln und suchen Gottes Reden. Er wird uns zeigen, wie wir uns verhalten sollen, wenn uns Unrecht da wird. Und wenn möglich, lassen wir eine Nacht verstreichen. Fragen wir uns, stimmt meine Reaktion mit den Bibeln überein? Ist das Vorgehen weise? Was haben wir in der Vergangenheit gelernt? Und bitten wir Gott, unsere Herzen zu prüfen. Und leider lesen wir nichts davon, dass David auch nur etwas von dem gemacht hat.
Stattdessen erteilt er den Befehl, holt eure Schwerter. Wer von euch hat sich schon mal ein Schwert umgeschnallt, um mit jemandem zu diskutieren? Und David, seine Reaktion ist beängstigend. Er lässt 200 Leute zurück, um sein Lager zu bewachen. Die anderen 401 Mann ziehen in einer Staubwolke in Richtung vom Fest der Schafscherer am Karmel. Der David trifft eine sehr unkluge Entscheidung. Und obwohl es der Wunsch von seinem Herz ist, Gottes Wille zu tun, gibt er da den Not vom Augenblick an. Es ist nicht nötig, dass die 401 Männer dem einen entgegengehen. Der David wird dem Nabal eine Lektion erteilen. Und er ist in der Gefahr, hemmungslos unschuldiges Blut zu vergiessen. Zum Glück geht einer von Nabal seinen Arbeitern in der Zwischenzeit zu der Abigail und erzählt ihr, was passiert ist. Wir lesen dann ab dem Vers 14. Inzwischen hatte einer von Nabals Knechten dessen Frau Abigail berichtet. David hat aus der Wüste Boten zu Nabal gesandt, um ihm alles Gute zu wünschen. Der aber hat sie nur angebrüllt. Dabei waren diese Männer sehr gut zu uns. Als wir mit unseren Herden umherzogen, haben sie uns nie etwas zuleide getan. Kein einziges Tier haben sie uns gestohlen. Im Gegenteil. Tag und Nacht umgaben sie uns wie eine schützende Mauer, solange wir unsere Herden in ihrer Nähe hüteten. Nun überleg doch, was zu tun ist. Unternimm etwas, sonst gibt es ein Unglück. Dann ist Nabal verloren und wir alle mit ihm. Du weißt ja, wie niederträchtig er ist. Man kann mit ihm nicht reden. Der uns unbekannte Diener hat gewusst, dass Abigail ihm zuhören. Und es ist bemerkenswert, dass der Diener alle Fehler von Nabal vor dem seiner Frau erwähnt. Sie muss ihn ja ehren. Aber nicht einmal von seinen Dienern wird der Nabal geschätzt. Ich weiss nicht, ob Abigail sich gefragt hat, der David wird den Nabal töten. Wunderbar. Vielleicht leidet sie unter der nicht einfachen Ehe. Aber sie entschließt sich, ihren Mann zu retten, nicht weil er es verdient hat, weil er besonders gut wäre. Aber sie ist integer und schützt ihren Ehemann auch in seiner Abwesenheit. Es ist nicht einfach, wenn wir jemanden haben, zum Beispiel den Ehepartner, ein Kind, einen guten Freund, vorgesetzt, wo man nicht mit ihm reden kann. Vielleicht befinden wir uns in einer ähnlichen Situation und fragen uns, Herr, wie lange muss ich das noch aushalten? Die Abigail stellt schnell einen Lebensmitteltransport für David seine Truppen zusammen. Und sie stellt so viel zusammen, wie die 10 Männer hätten können tragen. Jetzt kommt es auf jede Minute an. Und dann reitet sie David entgegen und ich bin sicher, dass sie auf dem ganzen Weg zu Gott um Hilfe bittet hat. Ihrem Mann sagt sie nichts von ihrem Plan. Vermutlich hätte Nabal sie sowieso nur davon abgehalten. Was bedeutet das für uns? Wir sollen aufeinander aufpassen und lernen, Situationen zu erkennen, in denen es explodieren kann. Ein ehemaliger Schiedsrichter hat dem Jürgen Klopp den Rat gegeben, dass er durch einen Mentor zu sich mit auf die Trainerbank nimmt. Vermutlich mit dem Gedanken, dass der Mentor ihn dann beruhigt oder dass, wenn er aufsteht und zum Schiedsrichter läuft, dass der Mentor das sieht und aufsteht und ihn versucht zurückzuheben. Wir müssen uns auch trauen, etwas zu wagen oder etwas zu sagen. Die Abigail hat nicht mit ihrem Mann reden, aber sie hat trotzdem etwas gewagt. Und wer hätte den David aufgehalten, wenn der Diener nicht zu der Abigail gegangen wäre? David und Nabal haben einiges gemeinsam. Beide sind stur und eigensinnig. Beide betrachten den anderen als Törichten und lassen sich von ihrem Ärger antreiben. Im Vers 21 lesen wir, David war immer noch wütend. Für nichts und wieder nichts habe ich die Herden beschützt, die dieser Schuft in der Wüste weiden ließ. Sorgfältig habe ich darauf geachtet, dass ihm nichts gestohlen wurde. Und was ist der Dank?
Eine unverschämte Abfuhr. Gott soll mich hart bestrafen, wenn ich bis morgen früh auch nur einen seiner Männer am Leben lasse. Die Worte zeigen, wie sehr die Reaktion von Nabal den David verletzt hat. Und da kommt dann David und seine Leute entgegen und entschuldigen sich. Sie entschuldigen sich, dass sie die Boten nicht gesehen hat. Sie entschuldigen sich für etwas, was sie nicht selber verschuldet hat. Aber manchmal braucht es das, um der ganzen Sache den Wind aus den Segel zu nehmen. Und mit ihren weisen gewählten Worten halten sie den David davon ab, Blut zu vergiessen, noch bevor der David sein Amt als König antritt. Überleg, David, du bist noch keine 30 Jahre alt. Beschmutze deine Reputation nicht, bevor du auf den Thron steigst. Zudem gehört der Kampf vom Herrn. Er wird sich selber um den Nabal kümmern. In dieser Geschichte sehen wir praktisch keinen charakterlichen Unterschied zwischen dem David und dem Nabal bis zu dieser Begegnung mit der Abigail. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Der Nabal hört nicht auf die Vorwürfe, im Gegensatz zum David. Und der David erkennt, dass Gott seine Hand im Spiel hat und dass Gott ihn davor bewahrt, im Zorn einen schweren Fehler zu machen. Wenn wir dazu neigen, aufzubrausen, sollten wir lernen, auf andere zu hören oder uns etwas von anderen sagen zu lassen, einen Schritt zurück zu machen und die Situation von außen betrachten. Alles hat mehrere Seiten. Die Bibel nennt David einen Mann nach dem Herzen Gottes. Das heisst nicht, dass er perfekt war, das zeigt uns die Geschichte deutlich. Er war impulsiv und hart, aber trotz seiner Fehler hat Gott sein Herz berührt. Die Katastrophe ist abgewendet. Alle haben gewonnen. Der David und seine Leute kehren mit Lebensmitteln zurück. Am Nabal sein Leben ist verschont und am David seine Reputation nicht angekratzt. Fantastisch. Und als Abigail nach ihrem weisen, mutigen Akt heimkommt, nimmt der Nabal sie in seine Arme und dankt ihr für das, was sie für ihn da hat. Leider ist es nicht ganz so. Als sie heimkommt, dann lesen wir, hatte Nabal ein großes Festessen aufgetischt, wie es sonst nur Könige haben. Er war in bester Laune und schon völlig betrunken. Es ist ihm überhaupt nicht bewusst, dass er nur ein paar Stunden vorher am Tod entronnen ist. Und da begann ich weise, dass sie ihrem Mann jetzt nichts sagt. Erst am nächsten Tag erzählt sie ihm alles, dass 401 Mann ihn wollen umbringen. Der Nabal erleidet einen Schlaganfall und ist völlig gelähmt. Und 10 Tage später stirbt er. Was hat uns die Geschichte, die sich vor vielen Jahren ereignet hat, heute zu sagen? Erstens, es ist wichtig, dass wir Frieden mit uns selber haben. Und wenn wir wieder David in einer Krisensituation haben, Not oder Schwieriges erleben und Jesus dann unsere Ängste, Lasten, Gefühle erzählt und anbefehlt, wird Frieden einkehren. Zweitens, überlassen wir es Gott, wenn wir ungerecht behandelt werden und ertragen wir es mit Geduld. Gott greift zu seiner Zeit ein. Hören wir auf Gott und den Rat von anderen und versuchen, die Abigail auf unserem Weg zu erkennen. Vielleicht wird die Geschichte von Israel anders aussehen, wenn der David nicht auf die Abigail gehört hat. Und bitten wir Gott um Weisheit, wie wir uns verhalten sollen. Und drittens, wir sollen Friedensstifter sein. Wir können bewusst entscheiden, heute will ich Frieden stiften. Dazu können wir vielleicht vor einem Besuch oder einer Sitzung dafür beten, dass es friedlich abläuft. Ich habe in einem Projekt mitgeschafft, wo es regelmässig Statussitzungen gegeben hat. Und an einer dieser Sitzungen haben Leute teilgenommen, die sonst nicht immer dabei sind. Und an dieser einen Sitzung ist es dann auch recht lebhaft zugegangen. Man hat sich zum Teil nicht ausreden lassen. Die einen haben es den anderen vor, allen Sitzungsteilnehmern, Fehler vorgehalten. Und je länger die Sitzung gedauert hat, desto unwohler ist mir geworden.
Ein Christ hat mal zum Thema Diskussion gesagt: In meinem Frust reagierte und diskutierte ich leider manchmal nicht in der richtigen Weise. Ich habe mir auch angewöhnt, vor einem Spiel mit den Junioren einen Moment Zeit zu nehmen, ein gutes Spiel hinzulegen und ihn zu bitten, dass es gut geht mit dem gegnerischen Trainer, auch mit dem Schiedsrichter, mit den Spielern und auch mit den Zuschauern. Und vielleicht müssen wir in den nächsten Tagen auch einen schwierigen Brief oder ein E-Mail schreiben. Und dann ist es vielleicht gut, wenn wir es nochmal durchlesen, bevor wir es abschicken oder mit jemandem besprechen. Oder einfach nochmal eine Nacht darüber schlafen. Und vielleicht müssen wir auch den richtigen Zeitpunkt abwarten, so wie es Abigail gemacht hat. In der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 9 sagt Jesus: Glücklich sind die Friedenstiften. Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Und der Paulus fordert uns aus im Römer 12, 18: Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Er, der Gott vom Frieden, hat Frieden gestiftet zwischen sich und den Menschen, zwischen sich und den Feinden. Es geht nicht darum, sich einfach alles gefallen zu lassen, sondern ob unsere Reaktion angemessen und verhältnismäßig ist. Und lassen wir uns zum Gebet und zu der Tat inspirieren, damit wir dort Frieden stiften können, wo Jesus uns einsendet. Ich möchte noch beten. Danke, Herr, dass du uns in der kommenden Woche hilfst, dass wir uns nicht von dem bestimmen lassen, wie Menschen uns behandeln. Gib uns immer mehr von deiner Prägung. Danke, dass du immer ein offenes Ohr hast, dass du uns liebst und auf unser Leben aufpasst. Uns immer wieder vergisst und Gedanken vom Frieden über uns hast. Amen.